Hallo und herzlich willkommen, liebe Sternenreisenden in der Galaxie WB06 auf dem Kanal von Writing Bull. Ich bin noch immer eure Kari und noch immer ist der Uhun bei mir. Hi! Hallo zusammen! Ja, wir haben jetzt schon inzwischen die 49. Folge in dieser Serie erreicht. Und eben gerade ist da was passiert beim Königreich des Wissens. Die haben wohl ihre Konsequenzen daraus gezogen, dass sie die Quelle des Wissens nicht mehr haben und haben da was in ihrem Reich gezündet. Der schlaue Beobachter wird wissen, was ich meine. Sehr viel Sozialforschung hier auf einmal im Reich. Ihr seht, was ich meine. Ich, gehen wir einmal ganz kurz rein. Na, wo sind sie? Da. Da macht's gerade Bumm und da schlüpft was. Ja, da hat wohl jemand die Vernichtungstasten gedrückt. Und damit hat es sich. Aber nicht nur das ist gerade hier passiert. Was ist denn das United Vatna Ka Imperium? Hä? Was du nicht sagst, ne? Da hat sich wer unabhängig gemacht. Oh, soll passieren, ne? Auch die hier unten sind natürlich jetzt komplett unabhängig. Ist ja klar. Ihr Oberherr ist ja nicht mehr der. Dann gucken wir uns einmal ganz kurz in der Galaxie um. Auch hier oben ist jetzt auf einmal alles frei. Damit haben wir ja gerechnet. So. Einmal ein Rundblick. Immer mehr Reiche kollabieren. Ja, aber... Oh, da fällt mir gerade was anderes auf. Gucken wir, was da ist. Patrine Scorch. Da ist was ausgebrochen. Nee. Da ist tatsächlich was ausgebrochen. Nee! Sie sind hier! Oh, Scheiße. Der Schwarm ist hier. Aber haben natürlich so den perfekten Platz für den Spawn gefunden, ne? Mit also nur um das jetzt Brain. Nur um das mal für die Zuschauer klarzustellen. Die Scorch haben wir nicht getriggert. Gut, die Spieler haben uns natürlich auch nicht gesagt, ob sie da irgendwie Anzeichen von bekommen haben. Das ist jetzt natürlich... Oh, Scheiße. Also viele andere Sachen, die jetzt passiert sind oder passieren... sind natürlich so ein bisschen hier von der Spielleitung und den Spielern zusammen geskriptet, nenne ich es mal. Aber das Erscheinen der Scorch war wirklich nicht beabsichtigt und ist nicht getriggert von uns. Das ist jetzt purer Zufall, dass die auftauchen. Und ich finde es großartig. So, scheiße. Okay, gut. Brain muss jetzt natürlich zusehen, dass er ganz schnell seinen Koloss da in Sicherheit bringt. Sonst ja, der Witz ist, alle... sind ja jetzt aufs Kriegsfuß mit Brain, ne? Und wenn der jetzt ankommt und sagt, ich hab die Scorch, helft mir! Weiß ich nicht, ob die ihm zur Hilfe eilen werden. Ich glaube aber auch nicht, dass er das tun wird. Nein, also, genau, unabhängig davon, dass er es schon mal nicht tun würde. Aber selbst wenn, ne? Das ist so. Ja, das ist... Ich glaube, bei Brain wird es eher so sein, von wegen, was ist das? Ich glaube, ich sollte mich verteidigen. Ja, er ist jetzt natürlich bei den Jägern eingefallen. Sirene des Glücks holt er sich gerade, Fedema holt er sich gerade. Jetzt muss er sich entscheiden. Jetzt stelle ich mal die ganz doofe Frage, weil das wissen ja eigentlich nur du und Satuna, aber wie stark ist die Endgame-Krise eingestellt? Nicht so stark. Aber auch nicht auf Standard, oder? Nee. Okay, aber schon stärker als Standard. Dann wird es zumindest nicht langweilig, sagen wir mal so. Nee, die Herrschaft also hoffentlich. Sollten ja auch eine kleine Herausforderung haben. Wir haben jetzt ehrlich nicht damit gerechnet, dass jetzt natürlich in dieser Position zum einen, das kann man ja überhaupt nicht beeinflussen, und natürlich jetzt in dieser Situation als Spawn. Weil das ist jetzt natürlich, ja, beschissenes Timing hoch 10, wie man das so schön nennen mag. Es ist, ich bin gespannt, wie weit die Scorch kommen wird. Genau, also eine Flotte von denen ist jetzt nach Pantasaron nach Norden geflogen. Eine ist nach Süden nach Katmiel geflogen, zum Tor. Und drei bleiben jetzt erstmal in Tobiel. Und ich frage mich Moment, ja auch, die, Transport kann die Scorch die Portale benutzen? Keine Ahnung, wenn ja, hat der Rest der Galaxie jetzt auch ein Problem. Richtig, weil dann wird's lustig, weil dann können sie nämlich plötzlich über alle auftauchen. Ja, also dann wird's auf jeden Fall lustig. Ich werde das hier auf jeden Fall im Auge behalten, weil das könnte auch sehr lustig werden. So, jetzt natürlich die Frage, Brain ist weiterhin im Krieg. Nutzen die anderen Parteien das jetzt aus, um Brain jetzt komplett auszulöschen, oder tun sie sich jetzt zusammen gegen den neuen Feind? Also ich sag's mal so, wenn sie jetzt... die Gelegenheit nutzen, dass die Scorch ihn von innen auffrisst, um ihm dann außen noch zuzusetzen,
Dann ist halt die Frage, ob sie dann den Schwenk quasi schaffen, dann gegen die Scourge vorzugehen. Weil ich sehe ja, wie wir sehen ja schon zwei Systeme, also ein System kam die Scourge an, das zweite hatten sie in 0, nix, das ist auch relativ normal bei ihnen. Und jetzt streuen sie halt schon und das könnte jetzt, genau, jetzt schon auf das dritte System. Und das wird jetzt recht rasch gehen eigentlich. Was ich meine, der Scourge ein bisschen blöd fand, ist, dass sie am Anfang sehr schnell sich ausbreitet und auch sehr aggressiv ist, aber dann plötzlich sehr stark abbremst. Ja, irgendwann kommt ja auch die zweite Scourge, die zweite Welle, und die bekämpfen sich auch gegenseitig. Ich denke an die letzte Runde zurück. Echt? War das nicht bei denen an Bidden? Nee, da hatten wir ja wirklich alle Katastrophen. Das war auch tatsächlich auch gewollt. Oder war es so, die zweite Welle der Scourge kam halt nach. Und dann haben die sich gegenseitig bekämpft. Und der Trick war, die zweite Welle ist halt direkt in der ersten Welle gespawnt. Und ja, ne? Die haben sich dann natürlich gegenseitig ausgelöscht, wo die Spieler dann so dachten, okay, viel Spaß. Ja gut, das dürfte dann ja aber normalerweise nicht passieren. Nee, dann warten wir mal ab. Also, aber es ist ein zusätzlich interessantes Element, das jetzt auftritt. Mhm. Ne? So, er sammelt sich jetzt gerade erstmal in Olimar, zieht da alles zusammen, um es ein bisschen in Sicherheit zu bringen, weil es seine einzige Chance ist, damit geballter Macht entgegenzuwirken, wenn ihm keiner hilft. Speerspitze. Also seine einzige Chance ist echt mit einer Speerspitze da rein und quasi wirklich durch die Reihe durchbrechen, nach hinten rein. Weil nur so kann er die Scourge eigentlich aufhalten. Er muss zur Wurzel durchdringen. Ansonsten, man sieht es ja auch gerade an den Flottenbewegungen, die Scourge, die macht das sehr. Also die Scourge ist ja eigentlich sehr simpel programmiert, wenn man so will. Mhm. Na? Also jetzt auch. Drauf und fressen. Ne, genau. Nicht nur in RP, sondern auch ganz real sehr leicht programmiert. Aber es ist halt effektiv, ne? Weil sie gehen absolut methodisch vor, was es halt recht einfach macht, eigentlich für sie sich zu verbreiten. Und sie haben eigentlich auch einen idealen Ausgangspunkt. Also sie haben ein System, das nur über einen Weg erreichbar ist. Dann direkt das nächste System, das dann eine Verzweigung in vier Richtungen hat. Besser kannst die Scourge eigentlich nicht treffen. Nee, definitiv. Und sie haben, wie du schon sagst, sie kommen direkt in den Kern eines bestehenden Reiches, das eh schon angeschlagen ist. Und das ist noch schlechter eigentlich. Übrigens, Brain hat sich anscheinend entschieden, und zwar gegen die Scourge, für die Jäger. Er fliegt weiter gegen die Jäger. Ah, das heißt, er kämpft, weil, obwohl, so unlogisch ist das vielleicht nicht, ne? Das einmal gefasste Programm, das er ja verfolgt, und die Scourge ist halt ein unbekannter Faktor, weiß vielleicht einfach noch nicht, wie er damit umgehen soll, ne? Also vielleicht hat er einfach nur den Kontakt ins Hinterland verloren, ne? Oder das, dass die Scourge so schnell zugeschlagen hat, dass er zwar von der Scourge weiß, aber nicht von ihrem wahren Ausmaß zum Beispiel. Mhm. Wenn man sich jetzt hier einmal so anguckt in Pantasaron, da sind jetzt drei Flotten der Scourge, jeweils knapp 120.000, eine 130.000. Da hat er mit der gesamten Flotte nahezu keine Chance gegen. Also wenn er dagegen gehen sollte, braucht er Hilfe, und zwar dringend. Und deswegen sage ich, hängt jetzt halt alles davon ab, wie rasch die Scourge sich ausbreiten wird. Weil im Moment könnte sie sich vergleichsweise schnell verbreiten, wenn sie so weitermacht. Ja. Okay. Gut. Festgestellt, sie können die Tore verwenden, weil guck mal nach Norden. Das Fresslager für Flauschzahn ist jetzt ja frei und da ist ein Sternentor drin. Und da sind sie, oder wie? Da wollen sie gerade hin. Eine der Flotten will nach, fliegt, tötet und frisst das ja neben Flauschzahns Käfig jetzt. Ah, und da würden sie über die Distanz natürlich nicht hinwollen, es sei denn durch das Tor. Korrekt. Das heißt aber auch, dass die sich da mit einem Voidspawn anlegen würden. Gut, der hat gegen die Flotten keine Chance, aber... Ich sag mal so, es wäre aber eine ideale Gelegenheit, wenn man mal eine angeschlagene Flotte der Scourge erwischen will, dann jetzt. Ja. Jetzt allerdings ein bisschen die Frage, Wegfindung scheint so ein klein bisschen verbuggt zu sein. Der fliegt hier die ganze Zeit im Kreis. Er will eigentlich dahin, aber er fliegt nicht.
Ja, das ist natürlich mies. Das ist vielleicht ein Programmierungsfehler wirklich, dass die es nicht auf die Kette kriegen, durch das Tor zu fliegen. Jetzt bewegen allerdings, da bewegen sich jetzt allerdings zwei sehr zielgerichtet. Ja, einer will nach Xaniam und der andere nach Flieg, tötet und frisst. Genau, was mit dem dritten? Der ist ja die ganze Zeit im Kreis hier geflogen. Der will jetzt nach Takharam. Vielleicht hat also die KI sozusagen nur ein Problem damit gehabt, zu bestimmen, welche Flotte wohin fliegen soll. Nehme ich auch mal an. Also man sieht, Cadmiel hat er sich jetzt geholt. In Zephoriel ist er auf jeden Fall dabei. In S221, schlag mich tot, ne? Wissen wir ja. Mhm. Ist auch dabei. Und in Pantasaron hält er jetzt erstmal still. Nein, jetzt fliegt er. Jetzt fliegt er. Das heißt, jetzt könnte es also sein, dass sich das Ganze sogar noch über das Portalnetzwerk ausbreitet. Genau, das behalten wir mal ganz fix im Auge. Die müssten ja, wenn bald... Ja, sie sind oben. Sie sind im Fresslager für Flauschzahn. Drei Flotten. Und das macht sie natürlich noch gefährlicher, wenn sie sich über das Portalnetzwerk wirklich an jeden Ort ausbreiten können. Und hier haben sie ja sogar einen Ort erwischt, der derzeit nicht besiedelt ist. Genau, sie sind direkt an der Flotte der Sidima. Sie sind direkt bei den Mao. Sie können jederzeit auf die Sternmeernomaden gehen. Menschen sind dann auch nicht mehr so weit weg. Ja, es wird lustig. Ich glaube, das wird hier viel lustiger, als wir erwartet haben. Mhm. Der Krieg mit Brain tobt immer noch. Das wird nicht abgebrochen. Jetzt wird's wirklich spannend. Ich meine, Spannung ist natürlich immer relativ, aber gerade für Stellaris-Verhältnisse ist das dann jetzt gerade doch ziemlich interessant. Ich schaue gerade mal ganz kurz im Rest der Galaxie. Hier oben sind die Tore alle besetzt. Okay, das heißt aber, sie können durch sogenannte feindliche Tore können sie nicht durchfliegen. Das heißt, sie können nicht auf einmal mitten in irgendeinem Reich auftauchen. Sie müssen diese Tore nutzen, die frei sind. Aber gut, es gibt halt im Moment nur ein freies Tor. Ne? Oder genau. Ja, doch, da unten das eine und ist da oben in derselben Lücke auch noch eins? So, jetzt haben wir hier schon eine auf 80% runter. Moment, das ist ja nur eine Transportflotte. Na, ist ja doof. Die wurde ganz schön angeschlagen, aber ist ja nur eine Transportflotte, insofern egal. Schauen wir mal, hier waren gerade drei Flotten. Wo sind die hin? Da ist ein fast toter Voidspawn. Der wird den Rest jetzt auf jeden Fall platt machen. Wow, der ist nahezu tot. Der hat vielleicht noch 100 Trefferpunkte oder so. Sag mal, kann es sein, liebe Kari, dass du gewisse Interferenzen hast? Ich höre die ganze Zeit eine zweite Stimme. Ja, der Herr Zartona ist natürlich mit den Spielern immer noch im Gespräch, ne? Da gibt es jetzt natürlich schon den einen oder anderen, der so ein klein bisschen mosert, weil jetzt diese Katastrophe auch noch ausgebrochen ist, aber wir haben die ernsthaft nicht getriggert. Ja, aber ich würde meinen, da kann man ja gerne drüber mosern, wenn das wir gewesen wären, aber das waren wir ja nicht. Davon ganz abgesehen, wir haben ja inzwischen 23, 79 müssten wir inzwischen haben, oder? 80 sogar. Wir hatten sogar eingestellt, dass die eigentlich vor 30 Jahren hätte kommen sollen. Ja gut, insofern. Hatte also sogar noch Delay. Die hatte also eigentlich sogar Delay, ja. Ja, ne? Aber das ist halt dann das Risiko, ne? Das ist halt die Sache. Aber wie gesagt, wir haben ja nicht damit gerechnet, ne? Es gibt ja gewisse Sachen, die tatsächlich von der Orga so vorgesehen waren, aber dass jetzt auch noch die Scourge kommt, das war definitiv von uns nicht so vorgesehen. Nee. Also sind wir ganz ehrlich, gerade mal so dieses leichte Ausrasten des Königreichs und der Brain, beziehungsweise des Brain, ja, da haben wir fleißig mitgeholfen. Das ist ja. Die haben an uns Wünsche herangetragen, weil sie etwas machen wollten im RP. Und diesen Wunsch haben wir ihnen erfüllt. Genau. So, die Scourge hat jetzt bald das freie Gebiet wieder besetzt. Aber sie machen keine richtigen Unternehmungen, jetzt schon in die nächsten Systeme vorzudringen. Nee, oder? Also es, sind diese Fragezeichen da bei den Cherubim-Systemen, sind das die Scourge? Das hier sind tatsächlich die Scourge. Eine von denen will ins Michael-System, eine will ins Xanian. Eins will nach Throne A und eins will tatsächlich wieder nach oben zu Flauschzahn. Bisschen unkoordiniert, die Lieben. Ja, aber es ist halt die KI, ne? Nimmt die kürzesten Wege zu den leichtesten Systemen.
Den Voidsfang jetzt immer noch gut. Hier oben wurden sie offensichtlich gut aufgehalten. Wie auch immer, weil das haben wir ja dann leider wohl verpasst. Keine Ahnung. Wie gesagt, hier oben der eine Voidspawn, der ist halt bei 0,5%. Das heißt, der wird auf jeden Fall was aufgehalten haben. Die Frage ist, ob Spieler oder KI. Da ist einer mit 1,2%, der hat auch ganz schön einen auf die Nase gekriegt. Einer mit 15%, also die haben hier schon... Wobei, das sind die Systeme, wo mehrere drin waren. Deshalb sind die so angeschlagen. Die mussten um ihr Leben kämpfen, gegen ihre Geschwister. Ja, Voidspawn, man merkt schon, Voidspawn sind sehr territoriale Einzelgänger. Genau. So, und jetzt sind hier oben wieder welche von der Scourge angekommen. Jetzt schauen wir mal. Die wollen alle ins Fresslager. Da sind sie aber schon. Die Wegfindung von der KI ist echt supi. Ganz ehrlich. Ja, das ist also ich muss auch ganz offen sagen, also nichts für ungut, Paradox, aber die KI in anderen Spielen ist besser. Vor allem ist es immer wieder das Umspringt, ne? Ja, vor allem, es ist halt so, bei den KIs die ganze Reiche kontrollieren, kann ich ja noch verstehen, dass bei all der Komplexität, die in Stellaris drin steckt, ne, dass das schwierig ist. Aber gerade die Scourge oder die Anbinden müssen eigentlich nur nach einem sehr simplen Muster vorgehen. Übrigens ganz kurz, um dich zu unterbrechen, wir sind jetzt gerade hier in Schwarzfels, wo Brain mal wieder zum Kampf gestellt wird und das sieht nicht gut für ihn aus. Ja, ich sehe es schon. Über was für Distanzen die halt inzwischen auch kämpfen können, ne? Ja, das klar. Ist halt, irgendwann werden die Kampfdistanzen so groß wie halbe Systeme, wodurch dann halt, sobald eine Flotte irgendwo reinfliegt, sofort Kampf ist. Das sind halt die neuen Waffen, die Leute jetzt hier auch so langsam kriegen, ne? Inzwischen ist man ja schon auf einem Stand nach so 180 Jahren. Ja, da hat man schon ordentliche Waffen. Also das kracht jetzt hier natürlich so richtig. Verluste auf beiden Seiten, aber Brain wird hier jetzt auf jeden Fall verlieren. Decke drauf. Das kann er nicht retten. Ne, er hat aber einen ganz guten Lauf gehabt, muss man sagen, ne? Und das war's für Brain, das war der Kampf. Da haben die Verteidiger gewonnen und werden sich jetzt natürlich hoffentlich dran machen, zum einen ihr Territorium zurückzuholen und zum anderen dann mal die Plage hier platt zu machen, weil sonst ist es zu spät. Wobei die ja nicht ganz so schlimm sind wie die Energiewesen, ne? Die werden ja wirklich immer schlimmer mit jedem System, was sie erobern, sodass man irgendwann überhaupt keine Chance mehr hat. Die hören ja durchaus irgendwann mal auf, sich auszubreiten. Ja, das stimmt. Die Anbinden sind, vor allem weil die Anbinden dann auch in drei Wellen kommen mit drei Fraktionen, die sich gegenseitig auf dem Rücken der Völker bekriegen und... Fresslager für Flauschzahn gehört der Scourge. Das wäre übrigens jetzt, ohne dass ich was beschwören will, aber das wäre jetzt ohne Witz extrem... die Krönung, wenn jetzt auch noch die Anbinden kämen oder so. Och nee, das muss jetzt nicht sein. Naja, das war jetzt ironisch. Also dieses Krönung war ironisch gemeint. Okay, so. Sie legen sich mit dem nächsten Voidspawn an. Das möchte ich mir jetzt gerade tatsächlich mal angucken, wie der sich da schlägt gegen 240.000. Oh Gott. Ich würde mal gegen zwei volle Flotten im Prinzip ja, von das denen. Das wird nicht gut gehen für den Voidspawn, unter keinen Umständen. Ja, ich sehe schon, der Voidspawn fliegt los. Ja, dann gucken wir mal. Und er beginnt zu schießen. Na dann, viel Glück, Kleiner. Du wirst es brauchen. Ja, also ich meine, also er ist halt Totenkopf, was ja aber nichts heißt, weil das im Prinzip nur signalisieren soll, er ist gefährlich und wir wollen euch nicht verraten, wie gefährlich genau. Ja, aber ne, da macht die Rüstung gerade weg ist sie. Ja, ich habe es gerade gesehen beim Auftreffen der Projektile. Ich meine, man muss sich ja auch bei der Scourge so ein bisschen vorstellen, die schießt quasi mit Lebewesen. Und die fressen sich regelrecht. Die fressen sich regelrecht durch diesen Voidspawn. Im Endeffekt ist die Scourge ja vom Prinzip her mit den Tyranniden aus dem Warhammer 40k-Universum zu vergleichen. Sie haben sagenhafte 4 Schiffe verloren. Doch, so viele. Und haben dabei einen Voidspawn aber umgebracht. Ne? Yep. So, wenn man hier jetzt mal drauf schaut, die Schiffe sind natürlich auch... Boah, irks.
Ja, das sind Lebewesen. Das sind lebende Schiffe. Königin Teriak und Königin Zazuk. Also ich muss noch sagen, die kleinen Scorch, die finde ich gar nicht mal so schlecht. Die kleinen Scorch-Schiffe sehen nicht mal so schlecht aus. Aus einer gewissen Distanz sehen die sogar irgendwie cute aus. Aber die großen, nee. Also den großen, ich glaube, wenn ich jemals in einem Raumschiff sitzen würde und von irgendwoher würde sowas auf mich zukommen, glaube ich, würde mir die Kugel geben. Nop, 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 nop. So, wir bekommen jetzt aber gleich nochmal Besuch und zwar der Anführer des Brain wird jetzt gleich hier bei uns sein. Mhm. Ist er schon zugeschaltet? Ich melde mich, Brain. Seid willkommen. Wie geht es euch? Mir geht es ausgezeichnet. Diese Galaxie hat offenbar den Abschlusstest bestanden. Die Jäger von Zigoli und die Fuistian League haben es geschafft, alte Konflikte abzulegen und sich gemeinsam gegen eine größere Bedrohung zu verbünden. Es war eine gute Wahl, den Weltenbrand einzuleiten, denn diese Galaxie ist offenbar imstande, diese drei großen Übel, die sich zeigen könnten, abzuwehren. Ja, und eins dieser Übel scheint sich ja schon gezeigt zu haben, ne? Das ist korrekt. Was wisst ihr denn von dem Schwarm? Nun, der Schwarm ist eine alte Entität. Sie sind vor allem sehr hungrig. Den Tenzini-Schwarm selbst recht ähnlich, doch mit mehr Mitteln ausgestattet und deutlich hungriger und rücksichtsloser in ihrem Verhalten. Sie stoppen nicht, solange noch Leben wahrzunehmen ist. Nur einmal ganz kurz zur Information. Ich habe jetzt hier auf eine Schlacht geschaltet, wo der Nebel zusammen mit den Mao-Kollektoren und dem Tetsni-Schwarm eine wirklich große Armada der Plage eben einfach vernichtet haben. Bravo, die Herrschaften. Das war gut. Aber ja, zurück zu euch. Entschuldigt. Nun, offenbar ist die Galaxie fähig, diese drei großen Übel zu beseitigen, die sie zeigen könnten. Aus diesem Grund ist es unnötig, diese Galaxie weiterhin zu reduzieren. Und was werdet ihr denn jetzt tun? Ich werde abwarten und beobachten. Also ihr werdet ihr selbst nicht gegen den Schwarm vorgehen? Vorerst bleibe ich defensiv. Denn ob diese Galaxie mir noch weiterhin Vertrauen schenken mag, nun, das ist zweifelhaft. So sie mich rufen, werde ich da sein. Gut, gut. Habt ihr noch etwas hinzuzufügen? Von meiner Seite aus nicht. Gibt es weitere Anliegen eurerseits? Es freut uns auf jeden Fall, dass euer Test erfolgreich war. Das ist sehr schön, sehr positiv natürlich auch für euch. Hoffen wir, dass auch weitere Tests gegebenenfalls erfolgreich sein werden. Auch ich hoffe es. Auch wenn meine Zeit in der Galaxie sich dem Ende neigt. Und das ist aber schade. Nun, mein Daseinszweck ist erfüllt. Gibt es etwas Besseres als dies? Eigentlich nicht. Da habt ihr schon recht. Das ist korrekt. Gibt es weitere Anliegen eurerseits? Ich würde mal sagen, nein. Und damit verabschieden wir uns. Und damit beendet Poen seinen Kontakt. Bis dann. Bis dann. Dieses leichte Lächeln in seiner Stimme, ne? Und damit beendet Brain den Kontakt.
Gut, währenddessen beobachte ich natürlich hier im Norden die epischen Schlachten, die hier entbrennen. Ja. Die Mao-Collectors, Tetsnischwarm und Nebel schlagen hier auf jeden Fall eine Flotte nach der anderen wieder zurück. Die haben auf jeden Fall Erfolg. Im Süden sieht das nicht so aus. Das heißt, während oben tatsächlich diese Expedition schon halbwegs unter Kontrolle gehalten werden kann, ist es unten eher blöd. Nein. Ich sehe es gerade, in Throne A kommt da jetzt gerade die richtig riesige Flotte der Verteidiger an. Sie greifen Jäger an. Jäger von Zygoli? Unter anderem Jäger von Zygoli. Die Wurak sind mit dabei. Moment, das waren die Jäger. Die Frishtian League ist ebenfalls mit dabei. Das ist jetzt tatsächlich eine Premiere. Die Frishtian League und die Zygoli haben noch nie zusammengearbeitet. Die waren immer Feinde und zwar richtig erbittert. Aber bei der Bedrohung, da begraben sie das Kriegsbeil auf einmal. Es ist, ich sag ja, die Geschichte lehrt es, äußere Gefahren vereinen selbst die ärgsten Feinde. Ja, und sie gewinnen das auf jeden Fall hier. Das ist sehr schön. Also eine Einzelflotte schaffen die Verteidiger auf jeden Fall. Es dürfen halt nur nicht mehrere auf einmal sein. Da müssen sie jetzt auf jeden Fall schnell sein an allen Fronten, um den Feind zurückzuschlagen. Weil sonst breitet der sich zu schnell aus. Sie müssen auf jeden Fall das Sternentor zurückerobern, damit sie sich nicht weiter im Norden ausbreiten können. Und genau, dann müssen damit sie oben den Nachschub abschneiden können, damit die da oben das dann unter Kontrolle kriegen. Genau, und dann kann die Flotte aus dem Norden auch nach Süden kommen und dort unterstützen. Aber das müssen sie koordinieren. Hoffen wir mal, dass sie das schaffen. Ja, und da fliegt die nächste Flotte ein. Oh. Das könnte knapp werden für die Tetsnischwarmflotte, oder? Nein, sie kriegen Verstärkung. Doch, das können sie mit der vereinten Kraft auf jeden Fall zurückschlagen. Das wird was. Es bleibt auf jeden Fall spannend, meine lieben Zuschauer. Schauen wir noch einmal ganz kurz. Der Krieg ist immer noch aktiv. Das ist jetzt die Frage. Hat das Bündnis jetzt nur zum Ziel, die Scorch zurückzuschlagen oder auch Brain? Ich nehme mal an, das ist so ein bisschen inzwischen fast dasselbe. Gefühlt. Ich glaube für die Flotten, für die Matrosen auf diesen Flotten und die Admiräle, die sie leiten, ist es, glaube ich, inzwischen nicht mehr wichtig, gegen wen sie da kämpfen. Es ist ein Feind da und der muss beseitigt werden. Kampf! Ach ja. 100 Jahre. Ich meine, wir hatten ja hier noch nie sowas, ne? Aber stell dir mal vor, so ein 100-jähriger Krieg und so nach Generationen des Kämpfens weiß eigentlich keiner mehr, warum gekämpft wird. So, ich bekomme aber gerade ein Funksignal rein. Hallo, wer versucht da Kontakt aufzunehmen? Der Sprecher der Wurak ist hier. Ah, willkommen. Wir wollen die Galaxie wissen lassen, dass wir nichts von dem Angebot der verächtlichen Brain halten. Wir waren stets neutral und haben dem Brain weder geschadet noch sonst etwas getan, gegen Brain unternommen. Doch dieser schändliche Angriff auf die Wurak Starkorp zeigt uns, dass diese Gefahr ein für alle Mal ausgelöscht gehört. Nie wieder darf ein Volk von den Brain angegriffen werden. Nie wieder. Also haben die Brain euch angegriffen? So ist es. Mir liegen keine Offensivdaten gegen die Wurak vor. Nun, wieso sonst sind wir denn im Krieg? Offensichtlich scheinen eure Schaltkreise nicht in Ordnung zu sein. Währenddessen wird das Schiff zugeschaltet, was aus den Jägern der Zygoli stammt. Der Kommandant der Jäger der Zygoli gibt nun seine Begründung nach dem Angriff von Brain oder dem Test von Brain, müssen wir eher sagen, bekannt. Die Jäger von Zygoli haben die gesamte Galaxie aufgefordert zu helfen, um die Gefahr der Brain zu bannen. Und ehe das nicht geschehen ist und ehe auch nicht die Zygoli, die aus den Klauen von diesen Maschinen befreit wurden, solange wir dieses Ziel nicht erreicht haben, wird es hier keinen Frieden geben.
Oh, und wir bekommen hier gerade einen Kontaktversuch vom Sky Marshal der Menschheit. Willkommen, Eure Exzellenz. Was wollt ihr verkünden? Nun, wir teilen die Ansicht der Jäger von Zigoli. Die Brain sind Kriegsverbrecher ohnesgleichen. Die predigen Wasser, trinken hinter uns Wein, wie man so schön auf der Erde sagt. Vornrum sagen sie, sie wollen Leben schützen, hintenrum vernichten sie Leben, gnadenlos und ignorieren es, wenn woanders Leben vernichtet wird. Sowas kann und darf nicht toleriert werden. Die KI muss weg. Nun, ich habe meinen Daseinszweck erfüllt. Ich lade euch ein, kommt und stärkt euch, auf dass ihr weiteren Weltenbrand entgegenstehen könnt, gemeinsam. Und das, liebe Zuschauer, ist ein kleiner Vorgeschmack, was noch passieren wird, denn im gesamten Reich des Brain gehen die Computer aus. Währenddessen die anderen noch anfliegen, Schiffe stürzen vom Himmel, denn Brain hat es geschafft, ewige Feindschaften gegen sich zu führen. Die Jäger fliegen das erste Mal zusammen mit der Stian League und viele andere haben sich vereint, um sich gegen Bedrohungen zu stellen. Brain hat sein Ziel erreicht. Der nächste Spieler mit einem abgeschlossenen Quest. Das ist doch ein erfreuliches Ergebnis, würde ich sagen. Das ist ein weiteres Volk seine Quest, seine RP-Quest abgeschlossen hat. Weil das ist, wie gesagt, liebe Zuschauer, so eine Sache, die Leute hier haben durchaus alle ihre eigenen Ziele. Zwar muss man zugeben, dass manche sie vielleicht nicht innerhalb der Zeit unserer Aufnahmen erreichen, aber diesmal funktioniert das ganz gut. Ja, durchaus. Wie man auch sieht, die Scorch wird hier immer weiter zurückgeschlagen. Jetzt, sie haben es auf jeden Fall geschafft, diesen Würgegriff zu brechen. Auf beiden Seiten wurde das Tor zurückerobert. Natürlich werden da jetzt Gegenangriffe geflogen, das ist klar. Die müssen sie jetzt erstmal abwehren, wie man hier schön sieht. 114.000, oh, das können sie nicht aufhalten. Da verlieren die Gärten auf jeden Fall ihre Flotten jetzt. Das könnte schmerzhaft werden. Ja, es müssen halt auch Opfer gebracht werden, ne? Aber um mal eine Frage in den Raum zu werfen, wie lange sind wir jetzt eigentlich schon wieder auf Sendung? Um genau zu sein, genau eine halbe Stunde. Ah. Ach, liebe Zuschauer, da hat jemand die Uhr im Auge behalten. Yay. Aber ich möchte eins noch ganz kurz zeigen. Hier wird jetzt der große Angriff auf Zephoriel geflogen. Das gucken wir uns natürlich zeigen kurz wir noch an. Den zeigen wir noch, definitiv. Genau. Zephoriels Befreiung. Da kommen hier gerade Waffen zum Einsatz. Autsch. Hast du den Blitz gesehen? Ja. Eieieiei. Ach, der Planet muss noch zurückerobert werden, natürlich. Der ist inzwischen eine infizierte Welt. Das hatte ich gerade schon mal ganz kurz gezeigt. Ja, Zirk. Jetzt mal ernsthaft. Zirk. Ja, infizierte Welten sind schon eine Sache für sich. Zirk. So, jetzt. Ich sag ja, Tyranniden, ne? Er ist jetzt auf jeden Fall von seinem Elend befreit. Ja, im Süden gibt es jetzt noch genau drei Systeme, die erobert sind. Genauso im Norden. Die müssen noch jeweils befreit werden. Und dann sind wir die Plage zumindest auf jeden Fall auch schon wieder los. Bei Brain sind es noch ein paar mehr. Aber das könnte relativ schnell gehen, weil der ja keine Flotten mehr hat. Nun gut, liebe Zuschauer, das war unsere Zeit aber für heute. Ich hoffe, ihr hattet wieder ein wenig Spaß. Wir sehen uns bald wieder. Ciao! Tschüss!